Weit im Osten, ein paar Grad südlich des Äquators, erheben sich die kleinen Sunda-Inseln aus den Wassern des Indischen Ozeans. Bis über 3000 Meter hohe Vulkane schufen grandiose Landschaften, die schon vor Jahrtausenden von Menschen besiedelt wurden. An einigen Orten haben sich uralte Kulturen mit ihren Glaubensvorstellungen, ihrer Handwerkskunst und ihrer Lebensweise erhalten. Seltene Pflanzen kommen oft nur in einem kleinen Gebiet vor. Einzigartige Tiere leben manchmal sogar nur auf einer oder wenigen kleinen Inseln. Manche sind gefährlich, einige vom Aussterben bedroht. Hier kann man der Evolution bei der Arbeit fast zusehen. Östlich von Bali auf den kleinen Sunda-Inseln. Die kleinen Sunda-Inseln gehören zu den über 17.000 Eilanden des Staates Indonesien. Sie markieren den Rand der Eurasischen Platte, die sich über die Australische Platte schiebt. Der Meeresboden wird hier nach unten gedrückt und schmilzt in vielen Kilometern Tiefe. Über dieser sogenannten Subduktionszone befinden sich zahlreiche aktive Vulkane, welche die Landschaft dieser Inseln prägen und ständig neu formen. Bis zu über 3700 Meter hoch ragen sie über dem Meeresspiegel empor. Katastrophale Vulkanausbrüche beeinflussten das Klima in den letzten Jahrtausenden bis nach Europa. Und ständig bis in die heutige Zeit entstehen neue aktive Vulkankegel. Auch die Insel Bali wurde von diesen Vulkanen geschaffen. Einer der größten ist der Gunung Batur. Er ist sozusagen ein Vulkan im Vulkan. Die Caldera seines Vorläufers hat einen Durchmesser von über 10 Kilometern. Vor etwa 30.000 Jahren wurde die obere Hälfte des einstigen, vermutlich über 3.000 Meter hohen Vulkankegels weggesprengt. Die 3 Tage, die wir auf den Flug nach Flores warten müssen, verbringen wir abseits der Strände in den Bergen im Inselinnern. Dieser Schlot stammt von den jüngeren Ausbrüchen in den 60er und Anfang der 70er Jahre. Die Javaneroffen wissen davon nichts. Die meisten Touristen unten an den schönen Stränden wohl auch nicht. Im Jahre 1917 gab es einen verheerenden Ausbruch des Vulkans. Damals wurden über 65.000 Häuser zerstört. Auch der Ort Batur, der nun oben am alten Kraterrand neu aufgebaut wurde. Hinter dem höchsten Punkt des Kraterrandes, dem Gunung Abang, sieht man den 3100 Meter hohen Gunung Agung. Man schätzt, dass es auf Bali etwa 20.000 Tempel und mehrere hunderttausend Schreine gibt. Deshalb gibt es durchschnittlich jeden Tag auf der Insel etwa 50 Tempelfeste. Im Puradesa findet heute für die Bewohner des neu errichteten Dorfes Batur ein wichtiges Fest statt. Im Tempel am Kraterrand werden dem Gott Vishnu, dem Erhalter, geweihte Gaben geopfert. Die Balinesen sind Hinduisten. Der Olymp der hinduistischen Götter setzte sich durch, als im Jahre 1478 Teile der Hindu-Oberschicht des javanischen Majapahit-Reiches nach Bali flohen. Der Islam verdrängte damals diese Kultur fast völlig von der Insel Java. Auf Bali vermischte sich der Hinduismus mit Aspekten des Animismus, der bis dahin vorherrschend war. Es entstand eine einzigartige Religion, die auch heute noch in den Menschen tief verwurzelt ist und das gesellschaftliche Leben prägt. Ursprung der animistischen Glaubensvorstellungen auf Bali war der Glaube an die Beseeltheit der Natur. Im Rahmen einer kosmischen Ordnung stehen gute Götter und Geister, die oben beispielsweise auf den Gunung Agung wohnen, bösen Geistern und Dämonen, die in der Erde und im Meer angesiedelt sind, gegenüber. Der Mensch lebt zwischen Bergen und Meer und somit zwischen dem Guten und dem Bösen. Thank you.
Das Streben der Balinesen ist deshalb ständig darauf gerichtet, durch Anwendung der alten hinduistischen Lebensregeln mit mannigfachen Riten und Opferzeremonien einen Ausgleich zwischen den entgegengesetzten Kräften von Gut und Böse herbeizuführen, um so zu einem friedlichen Dasein in Glück und Zufriedenheit zu gelangen. Festen kommen die Götter herab, um den Menschen im geschützten Tempelbereich unsichtbar beizuwohnen und die Gaben anzunehmen. Kein Mensch erschrickt deshalb in diesem Tempel, als eine kräftige Windböe das Dach über dem Opfertisch hinwegfegt. Wir reisen in der Regenzeit. Wetter wie heute kann da schon mal vorkommen. Die feuchte und stürmische Jahreszeit haben wir ausgewählt, weil zu erwarten ist, dass sich die Insektenwelt jetzt üppiger präsentiert. Wir fliegen von Bali nach Osten. Unser nächstes Ziel ist Maumere auf der Insel Flores. Wir, das sind der Autor, der Hobby-Ornithologe Hartmut, der Hobby-Entomologe Rico und Gabi, die sich für ursprüngliche Kulturen interessiert. Nur kurz halten wir uns in Maumere auf. Wir fahren nach Moni am Fuße des Vulkans Kelimutu. Die Bevölkerung in und um Moni präsentiert sich uns als ein Gemisch von im Verhältnis auch zu anderen Indonesiern recht kleinwüchsigen Menschen, teils mit krausen Haaren und recht dunkler Haut. Neben der Bahasa Indonesia werden eigene austronesische Sprachen und Dialekte gesprochen. An den fruchtbaren Hängen der Vulkane werden mehr und mehr Reisterrassen angelegt, um die inzwischen auf fast 2 Millionen Menschen angewachsene Bevölkerung zu ernähren. Etwa 10 Kilometern Fußmarsch führt der Weg zum Gipfel des Kelimutu durch einen Bergwald. Viele Epiphyten und Ciathea-Baumfarne zeigen, dass der Wald nicht nur in dieser Regenzeit feucht ist. Auf dem Weg nach oben sehen wir eine Huschspinne und eine Gasterokanta-Stachelspinne. Am Wegesrand warten Danaos und Neptis-Falter auf besseres Wetter. Diesen Schildkäfern ist das Wetter gut genug. Leider nicht für die Kamera. Durch eine Sichtweite von unter 50 Metern sind die verschiedenfarbigen Kraterseen, welche die indonesischen 5000 Rupia Banknoten zieren, heute nicht zu sehen.
Wir reisen weiter auf dem Transflores Highway Richtung Westen. Vom Taifun geknickt versperren ab und zu Bambusriesengräser den Weg. Bald sind wir im Städtchen Ende, vor etwa 100 Jahren buchstäblich das Ende des holländischen Kolonialreiches und seines Straßennetzes. Hierher, in dieses Haus am Ende der Welt, verbanden die Holländer auch den Widerstandskämpfer und späteren Staatsgründer Indonesiens Sukarno. Er entwickelte hier seine Pancasila-Politik, die Einheit in der Vielfalt bedeutet, und verkündete diese Grundsätze der Legende nach unter diesem Baum. Es ist Sonntag. In der Kirche und Aula der Landwirtschaftsschule Boawe treffen sich die Studenten zum Gottesdienst. Prozent der Bevölkerung von Flores gehört der römisch-katholischen Kirche an. Doch unter der Decke dieser offiziellen Religion leben die animistischen Bräuche weiter. Wenn es wirklich darauf ankommt, wenn ein Mensch sterbenskrank ist, ein Haus neu gebaut oder geheiratet wird, gehen viele der Angehörigen der florinesischen Ethnien zu den alten Kultplätzen. Ein solcher Opferplatz befindet sich in Boawe. Erst vor kurzem wurden von den hier siedelnden Nage Keo wieder Büffelopferrituale abgehalten. In diesen Opferschreien werden die Schädel von mehr als 100 Büffeln aufbewahrt. Grundlage der animistischen Glaubensvorstellungen ist die Wahrung eines Gleichgewichtes zwischen männlichen und weiblichen Kräften. Die Schlachtungen der männlichen Opfertiere erfolgt im Vorraum eines Hauses, dem weibliche Attribute zugeordnet werden. Die Menschen erbitten Fruchtbarkeit für diese an sich karge Landschaft, obgleich sich uns die Trockenheit und Kargheit der Savanne bis jetzt gar nicht so dargeboten hat. Ein Foto zeigt aber, wie Ostflores von Juni bis Dezember aussieht. Trocken und verbrannt. Als die Portugiesen 1512 das östliche Kap umsegelten, gaben sie ihm den Namen Cabo das Flores, Kap der Blumen. Sie reisten wie wir in der Regenzeit. Seit unserer Ankunft in Maumere regnet es fast ununterbrochen. Über der Ebene thront der gewaltige Vulkan Ambulombo. Wir wollen versuchen, ihn zu erklimmen, durchwandern die mit Gärten kultivierte Fußregion und finden auf etwa 800 Metern Höhe einen artenarmen Bambuswald vor. Das Wetter, vor allem die Sichtverhältnisse von unter 50 Metern, veranlassen uns aber, die Tour abzubrechen. Denn der Taifun gibt sich jetzt schon seit Tagen alle Mühe, die Insel Flores in einer wahren Sintflut zu ertränken. Die Menschen auf dem Markt von Bajawa stürzen nicht. Sie lachen wie die meisten Indonesier gern und ein Grund dazu findet sich immer.
Am Fuße des Vulkans Gunung Inari, auf einem Bergrücken, liegt das Megalithdorf Bena. In Bena und den umliegenden Dörfern lebt das Volk der Ngada. Die Zeit scheint hier stehen geblieben zu sein. Ohne Hast verrichten die Frauen ihre Arbeit. Mit einfachen Webstühlen fertigen die Frauen von Bena traditionelle Ikat-Webereien. Ikat ist eine spezielle indonesische Web- und Färbetechnik. Die verwendeten Baumwollfäden werden meist in blauen oder braunen Farbtönen eingefärbt. Die blaue Farbe wird aus den Blättern des Indigo-Strauches gewonnen, die braune aus den Wurzeln des Kebuka-Baumes. Die Stoffe werden meist zu schlauchartigen, körperlangen Sarongs zusammengenäht, die auch heute noch getragen werden. Abhängig von der Komplexität der Muster beträgt die Zeit, die zur Herstellung eines solchen Sarongs notwendig ist, bis zu mehreren Wochen. Das Volk der Ngada lebt noch seine alten animistischen Traditionen. In der Mitte des Dorfes stehen seltsame Kulthäuschen. Meniere und Altäre aus gewaltigen Steinen, die das übernatürliche Wesen Dake lange vor der Ankunft der ersten Menschen hier aufgestellt haben soll. Die kleinen Baga genannten Kulthäuschen tragen den Namen der weiblichen Vorfahren. Ihnen gegenüber stehen die Ngado genannten Pfähle, die den männlichen Ahnen zugeordnet sind. Die seltsamsten Vermutungen werden über Sinn und Zweck der europäischen Meniere angestellt. Die Archäologen sollten einfach mal nach Bena fahren. Vielleicht wird hier noch eine Tradition gelebt, die spätestens das Christentum in Europa ausgelöscht hat. Mitten in der Savanne, zu Füßen des Gunung Inari, schlagen wir unsere Zelte auf, um das zu tun, weswegen wir auch nach Flores gekommen sind. Mit einem kleinen Generator erzeugen wir Licht, um nächtliche Insekten anzulocken und einzusammeln. Noch immer ist über die Insektenwelt dieser Inseln recht wenig bekannt. Zur Änderung dieses Umstandes wollen wir gerne beitragen. Die Ngada finden unser Treiben seltsam, aber lustig. Nach dem Frühstück geht es weiter nach Westen. Am Nordhang des Pocomadasavu-Gebirges liegt Ruteng, ein geschäftiges Städtchen, überwiegend bewohnt vom Volke der Mangerei. Ruteng ist der größte Marktplatz im Westen von Flores. Wie in ganz Indonesien bieten Garküchen mit ihren Lima Kaki verschiedenste Speisen an. Lima Kaki heißt fünf Füße, zwei sind die Räder, eins der Ständer und nochmal zwei hat der Verkäufer, der ja zum Lima Kaki gehört. Unser Interesse gilt aber dem Rest von einem Bergregenwald, der die Höhenzüge des Pocomadasavu-Gebirges bedeckt. Der See Rana Mese ist als Kratersee ein Zeugnis des vulkanischen Ursprungs des Gebirges. Der benachbarte Vulkan Ranaka brach zuletzt 1989 aus. Doch schnell erholt sich die üppige Natur. Als Pionierpflanzen wachsen Baumfarne empor. Größere Tiere sind in diesem Bergwald zurzeit nicht zu sehen, doch der Entomologe findet immer etwas, was sich zu beobachten lohnt. Achtung!
Eine etwa 7 mm kleine Springspinne winkt aufgeregt mit ihren Kiefertastern. Was will sie wem damit signalisieren? Viel größer, fast so groß wie eine Hand, ist die Seitenspinne Nephila. Trotzdem kann man sie übersehen. Allerorten trifft man auf Raupen, die Larvenstadien von Tag- und Nacht foltern. Manche haben Dornen, andere Haare, einige sind sogar mit Brennhaaren ausgestattet. Aus diesem armen Tier schlüpfen gerade die Larven von Schlupfwespen aus, um sich zu verpuppen. In den letzten Wochen haben sie die Raupe von innen bei lebendigem Leib aufgefressen. Viele Raupen schaffen es daher nicht bis zum Falter. Doch auch auf die Falter lauern noch viele Gefahren. Eine ist die, von einer Gottesanbeterin gefressen zu werden. Die wilde Fahrt geht weiter auf dem Transflores Highway nach Labuan Bajo. Auf halbem Weg zwischen Ruteng und Labuan Bajo liegt Lingko Randang, eine traditionelle Feldform. Jede Familie bearbeitet einen Teil des Kreises in Form eines Tortenstückes. Am späten Nachmittag erreichen wir den Küstenort Labuan Bajo. Zwischen Flores und Sumbawa liegen zahlreiche Inseln, von denen Komodo und Rincha die größten sind. Zusammen mit Padar und Gilimotang bilden sie den Komodo-Nationalpark, die Heimat gewaltiger Echsen. Wir haben eine Prau gechartert, um die Insel Rincha und ihre Drachen zu besuchen. Unser Schifflein gehört einer Familie Orang Bajau, sogenannten Seenomaden, oder Orang Sukulaut. Die Seenomaden leben natürlich die meiste Zeit auf ihren Booten und sie kennen die Inselwelt mit ihren unzähligen Riffen und Untiefen wie ihre Westentasche. Viele der über 17.000 indonesischen Inseln sind trotzdem noch unbewohnt und haben auch keine Namen. Dafür sind sie oft von Korallenriffen umgeben, ideal zum Schnorcheln. Gabi macht uns auf viele abgestorbene Steinkorallen aufmerksam. Den anderen Korallenarten scheint es aber besser zu gehen. Am Abend fahren die Orang Sukulaut zu ihren Fangplätzen. In der Ferne sieht man die Lampen der Trepangfischer. Wir angeln uns ebenfalls unser Abendbrot, das funktioniert nur mit einem Haken und ein paar Metern Schnur. Die Insel Rincha wirkt noch trockener und savannenartiger als Flores. In einer geschützten Bucht liegt der Steg der Parkverwaltung. Oh!
Geführt von einem Ranger der Wald- und Naturschutzbehörde durchwandern wir die Insel. In der Savanne wachsen Lontarpalmen. Die Täler sind jedoch mit interessanten Wäldern aus Akazien, Kapox, Tamarinden und vielen anderen Baumarten bestanden. Es gibt Epiphyten, schöne Orchideen. Der Wald in den Tälern ist voller Wild. Diese beiden Rheinwart-Großfußhühner gehören zu den Thermometerhühnern, die ihre Eier in Laubhaufen legen und dabei die Temperatur prüfen und steuern. Tragfalter der Gattung Neptis machen ihren Hochzeitsflug. Weiter oben turteln gepunktete Turteltauben. Es könnte weitergehen, da fliegen sie vielleicht weg. Ein Froschsperber. Bestätigt er mit seiner Anwesenheit die Existenz von Fröschen? Weiter drauf. Das ist ein Reh. Wildschweine, Timorhirsche und wilde Hunde hat der Mensch zum Teil schon vor Jahrhunderten auf die Insel gebracht. Die Timorhirsche bilden eine gesunde Population und sind heutzutage das Grundnahrungsmittel der Komodo-Warane geworden. Im 19. Jahrhundert wollte der Sultan von Bima auf Rinja Pferde züchten. 300 verwilderte Pferde zeugen heute noch davon. Da! Der erste Varan. Noch einer. Dieses Menschen ist wahrhaft gewaltig. Varanus komodoensis, der Komodo-Varan, erst 1911 vom holländischen Offizier van Heemsbrak für die westliche Welt entdeckt und 1912 von Owens im Zoologischen Museum Bogor auf Java für die Wissenschaft beschrieben. Big one. Die Einheimischen kannten ihn natürlich schon lange. Bei ihnen hieß er immer schon Ora. Auf diesen kargen Inseln haben die größten Echsen der Welt überlebt. Wie gelingt es den plumpen, 3 Meter langen und bis zu 150 Kilo schweren Tieren, ein so flinkes Tier wie den Timorhirsch zu fangen?
Nicht nur für den Entomologen interessant. Pillendreher formen aus gewaltigen Dunghaufen die Brutpillen für ihren Nachwuchs. Sie graben Röhren, zu denen sie bald die Kugeln rollen werden. Sie werden ihre Dungkugeln unten in den Bauten zu Birnen umformen und je ein Ei daran legen. Die Dungkugel wird reichen, um die Larve des Käfers heranwachsen zu lassen. Hätten Sie den plumpen Krabblern diese Brutfürsorge zugetraut? Die Skarabäen bestätigen aber noch etwas anderes. Es gibt hier wilde Wasserbüffel. Doch aufgepasst, es gibt auch einige Schlangen, auch giftige. Das ist eine Speikobra. Kerbau, ein gewaltiger einzelner männlicher Wasserbüffel. Der fähige Ranger hat eine Gruppe Wasserbüffel ausgemacht. Unser Geruch treibt einen Timorhirsch in die Büffelherde und bringt sie in Bewegung. Die Büffel sind Nachfahren von Schiffbrüchigen. Im Zweiten Weltkrieg strandete ein Frachter an Rinschas Küste. Die Ladung bestand aus Büffeln, von denen sich viele ans Ufer retten konnten. Auch diese Büffel werden von den Komodowaranen gefressen. Kaum zu glauben, aber die behäbig wirkenden Riesenechsen können bis zu 30 Stundenkilometer schnell laufen und das mehrere hundert Meter weit. Die gefährlichste Waffe der Warane ist ihr Speichel, der voller hochinfektiöser Bakterien ist. Hirsche, Pferde oder Büffel gehen nach dem Biss der Echse an furchtbaren Wundinfektionen zugrunde. Mit ihrer fast 60 cm langen gegabelten Zunge können die Warane die verletzten Tiere auf mehrere Kilometer Entfernung riechen. Ein Beckenknochen eines Büffels zeugt noch von einer Mahlzeit. Oft lauern die Warane an Wildwechseln im Gebüsch versteckt auf ihre Beute. In diesen schattigen Tälern finden sich auch einige Wasserstellen. Bis zu 80 Kilo Fleisch kann so ein Ungetüm auf einmal verschlingen. In der heißen Trockenzeit im September legen die Weibchen 15 bis 30 Eier in solche Erdlöcher oder in die Laubnester der Großfußhühner. In der Regenzeit schlüpfen dann die Jungtiere, die in den ersten Jahren auf Bäumen leben und überwiegend Insekten und andere kleinere Tiere fressen. Irgendwann sind sie aber für eine baumbewohnende Lebensweise zu groß und bleiben am Boden, wo sie einen gewissen Jagddruck durch kannibalische Artgenossen ausgesetzt sind. So sind auf Rinscha etwa 2/3 der Warane große Männchen. Die Ranger füttern einige große Warane an den Unterkünften, um Touristen, die nicht so gut zu Fuß sind, einige Exemplare zeigen zu können. Und irgendwie kann man von diesen Tieren auch einfach nicht genug bekommen. Die Inseln wurden 1980 zum Nationalpark und 1991 zum Weltnaturerbe erklärt. Die Population auf Rinscha ist mit 1300 Tieren, allerdings überwiegend männlichen Waranen, scheinbar stabil.
Eine gewisse Gefährdung besteht durch Wilderei. Die Ranger haben hier gerade Säcke mit gewildertem Hirschfleisch sichergestellt. Inzwischen wurden die Komodowarane auch in Zoos nachgezüchtet und sogar ein Fall von Jungfernzeugung, Parthenogenese, ist im Zoo London aufgetreten. Irgendwann heißt es aber auch für uns Abschied nehmen von der Insel der Urzeitdrachen. Unsere Orang Bacau schippern uns wieder zurück Richtung Flores. Bevor uns Gabi und Hartmut verlassen, wollen wir noch 2 Tage an einem Strand entspannen. Hinter dem Kap Vaturamba liegt eine kleine Insel verborgen. Hier werden wir von den Seenomaden ausgesetzt. Die Insel ist von herrlichen intakten Korallenriffen umgeben. Ein kleines Paradies, nur von einer Familie bewohnt, die eine kleine einfache Bungalowanlage betreibt. Am Strand liegen ist aber nicht meine Sache. An der Ostküste des Inselchens entsteht ein neuer kleiner Mangrovenwald. Sonaratia-Mangroven breiten sich aus. Typisch für diesen Lebensraum, Schlammspringer der Gattung Periophthalmus. Fische, die sich vielleicht allmählich zu so etwas Ähnlichem wie Amphibien entwickeln werden. Vielleicht in so und so vielen Millionen Jahren, wenn man sie lässt. Der Halsbandliest gehört zur Familie der Eisvögel. Seine Nahrung besteht zum großen Teil aus Krabben und Krabben gibt es hier jede Menge. Von den zahlreichen gepanzerten Krabbern ernährt sich auch der fast 50 cm große Krabbentriel. Zu den Schnepfenvögeln gehört dieser Wanderwasserläufer. Beim Schnorcheln kann man sich kaum satt sehen. Rico hat eine Exuvie einer herrlichen Languste gefunden. Was ist jetzt hässlicher? Was ist jetzt hässlicher? Also, mir gefallen ja die Augen eigentlich hier. Hier hätte man noch eine ganze Weile für wenig Geld bleiben können. Doch für Gabi und Hartmut ist der Urlaub morgen zu Ende. Sie müssen zurück nach Deutschland. Der Manager der kleinen Bungalow-Anlage bringt uns mit seiner tuckernden Nussschale zurück nach Labuan Bajo. Nur noch zu zweit reisen wir von Flores vorbei an Rincha und Komodo nach Sumbawa, dann weiter nach Lombok und schließlich zurück nach Bali. Regenwolken hängen über Komodo. Die moderne Fähre stampft vorwärts.
Eine Fischhändlerin nutzt die etwa 7-stündige Fahrt dazu, ihre Fische zu trocknen. Vor dem Schiff schäumen merkwürdige Wellen. Das Wasser sieht aus, als würde es kochen. In der Sapestraße zwischen Komodo und Sumbawa fließen mit starker Strömung Wassermassen vom Indischen Ozean in die Floressee, die wiederum mit dem Pazifik in Verbindung steht. Fast eine Stunde lang scheint es, als stehe das Schiff still. Es ist kaum schneller als die Strömung. Die Landungsbrücke von Sapa. Recht moderne Fähren verbinden die meisten indonesischen Inseln miteinander. In Labuan Bajo kann man beispielsweise für wenig Geld eine Busfahrt bis in die Hauptstadt Jakarta buchen, inklusive aller Fähren und Mahlzeiten, meist an Raststätten der Landstraßen. Wir wollen heute aber nur nach Bima, der Distriktshauptstadt Ost-Sumbawas. Bima hat eine Sehenswürdigkeit. Es ist der Palast des ehemaligen Sultans von Bima. Das Museum wird heute uns zu Ehren geöffnet. Vermutlich kommen nicht allzu oft Touristen hierher. In dieser Sänfte ließ sich Sultan Muhammad Salamuddin umhertragen. Die cleveren Holländer hatten ihn für ihre Zwecke eingespannt. Sie gaben ihm einen kleinen Teil der Macht ab und trieben dafür einen schwunghaften Handel, vor allem mit Sandelholz, das auf Sumbawa bald nicht mehr zu finden war und nun von Timor und Sumba geholt werden musste. Aus anderem Holz geschnitzt sind diese historischen Bendis. Ähnliche Gefährte sind heute noch im Einsatz. Für die Suche nach den letzten Wäldern auf Sumbawa sind sie nur bedingt geeignet. Mithilfe des chinesischstämmigen Hotelbesitzers können wir zwei Honda-Mopeds mieten. So können wir uns frei in der Landschaft bewegen. Am Strand der Bima-Bucht finden wir eine Werft. Aus knurzligen Baumstämmen und ganz ohne Zeichnungen und Baupläne werden hier hochseetüchtige Praus zusammengezimmert. Die zwei neuen sind etwa vom Typ und der Größe wie die, die uns nach Rincha brachte. Die Ritzen zwischen den Planken werden hier kalfatert, das heißt mit Werg abgedichtet. Richtigen Wald haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Die Landschaft wird meist als Weideland genutzt. Es ist heiß und trocken, trotz Regenzeit. Die schlechten Wege fordern ihren Tribut. Die Zwangspause bietet Gelegenheit, sich mit einem zunächst als Grillenradio missgedeuteten Gegenstand zu beschäftigen. Es ist eine kleine Kampfarena. Getrennt durch eine kleine Plastikscheibe zirpen sich zwei Grillenmenschen in Kampfstimmung. Zieht man die Scheibe hoch, kämpfen sie gegeneinander. Manchmal werden auch Wetten über den Ausgang der Kämpfe abgeschlossen. Auf der Karte ist eine Straße von Palibela zum südwestlichen Zipfel Ost-Sumbawas eingezeichnet.
Wir umfahren den Dorotoki-Berg Richtung Hu'u. Es gibt doch noch Wald. Am Dorotoki wird eine Talsperre errichtet, um Wasser für die wachsende Bevölkerung und ihre Landwirtschaft zur Verfügung zu haben. Werksspionage. Südlich von Parado wird die Straße anscheinend nicht mehr von Fahrzeugen benutzt. Kurz vor Nangadoro ist sie auch für uns kaum noch passierbar. Doch wir haben ein paar naturnahe Habitate gefunden, ein weiteres Etappenziel erreicht. Als im Jahr 1815 der Vulkan Tambora ausbrach, wurde nicht nur ein großer Teil der Vegetation auf Sumbawa vernichtet, sondern die gewaltigen Staubmengen bescherten sogar Europa ein Jahr ohne Sommer. Doch es wäre falsch, die weitgehende Entwaldung der Insel nur auf den Vulkanausbruch zu schieben. Wie man an den Bergwäldern rund um die Vulkane auf Flores sehen kann, erholt sich die Natur meist schnell. In der Nähe von Hu'u bauen wir eine weitere Station für unsere Insektenlichtfänge auf. Natürlich müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass irgendwann auf Bali ein Flugzeug wartet. Wir haben ein Ticket für eine Busfahrt nach Mataram. Doch als es früh am Morgen auf die Fähre gehen soll, springt der Bus nicht mehr an. Der Fahrer baut die Lichtmaschine aus und fährt mit dem Schiff nach Lombok und kommt erst am Abend wieder. Die Jamkaret, die indonesische Gummizeit, hat uns erwischt. Wir nehmen es wie alle anderen gelassen und essen Reis mit Glasfischen. Lecker. Die alle sind sich hineinstopft. Irgendwann läuft der Motor wieder und wir können die Reise fortsetzen. Der Gunung Tambora verschwindet allmählich unter den Wolken in der Ferne und der gewaltige Gunung Rinchani, aus dem die Insel Lombok im Wesentlichen besteht, erscheint Schiff voraus. Die Hauptstadt Mataram ist sehr modern. Viele Balinesen haben sich hier niedergelassen. Es herrscht Geschäftigkeit, fast wie in Kuta oder Denpasar. Das ist nichts für uns. Wir fahren die Nordküste entlang. An der Küste werden Plantagen mit Kokospalmen betrieben. Kopra ist auch heute ein wichtiges Exportgut. Bis auf etwa 600 Meter Höhe werden Papayas und Mangos angebaut. Monokulturen sind natürlich ein Eldorado für einige Insekten. Doch die Mitesser können dafür nichts. Wälder aus nur einer Baumart kommen in der Natur dieser Breiten normalerweise nicht vor. Ameisen können helfen, Exzesse von Insektenpopulationen einzudämmen. Diese Weberameisen nähen sich mit den Sekreten ihrer Larven aus Blättern Nester zusammen.
Während die einen versuchen, das leicht lädierte Nest wieder zusammenzuflicken, wachen Soldaten auf den Blatträndern bereit, mit ihren spitzen Mandibeln alles zu zwicken, was dem Nest zu nahe kommt. Im Inselinnern Lomboks thronen gewaltige Berge. Zwischen Sembalun Lawang und Pesugulan wird eine neue Straße mit einem etwa 1700 Meter hohen Pass durch das Gebirge gebaut. Die Südhänge am Pass sind mit einem tropischen Regenwald bewachsen. Wir besuchen das Dorf Senaru. Im Ruma Adat sitzen die älteren Männer. Mehr als 2,5 Millionen Sasak bevölkern bereits die Insel. Mit etwa 450 Einwohnern pro Quadratkilometer hat Lombok eine größere Bevölkerungsdichte als Japan. Noch in den 60er Jahren gab es Hungersnöte mit tausenden Toten. Es konnte nicht genug Reis für die anwachsende Bevölkerung erzeugt werden. Der Reis wird hier in Senaru in Speichern aufbewahrt. Diese Sockel sind anscheinend für Nagetiere, die den Reisvorrat heimsuchen könnten, nicht zu überwinden. In Senaru tragen inzwischen Einnahmen aus dem Tourismus zu einem etwas besseren Leben bei. Auf immer mehr Feldern wird scharfe Gewürzpaprika angebaut, der inzwischen auf einigen indonesischen Inseln auch als Lombok bezeichnet wird. Die Karte zeigt, dass Lombok im Wesentlichen aus dem Vulkan Gunung Rinjani besteht. Ein Jahr zuvor hatte ich Gelegenheit, den bis zu 3700 Meter über das Meer aufragenden Kraterrand aus dem Flugzeug zu filmen. Heute werden wir ihn besteigen. Wir haben in Senaru die beiden Bergführer Muhammad und Ahmad angeheuert, die uns auch als Träger behilflich sind. Der Kraterrand ist von Senaru aus etwa 17 Kilometer Luftlinie und 2200 Höhenmeter entfernt. Oberhalb von Senaru passieren wir das Tor zum Nationalpark. Ein Dutzend Männer kommt uns mit je einem Lok auf der Schulter entgegen. Holzeinschlag im Nationalpark anscheinend kein Problem. Wir aber halten uns lieber an die Anweisungen auf den Schildern. Unsere Sammelutensilien für Insekten haben wir in der Unterkunft zurückgelassen. Der Pfad zum Kraterrand führt durch einen wunderschönen Regenwald. Bis auf etwa 1000 Meter Höhe sieht man beeindruckend große Pantanazeen. Die Menge der Epiphyten nimmt mit der Höhe zu. Obwohl Muhammad und Ahmed mehr schleppen müssen als wir, haben sie Verschnaufpausen kaum nötig. Im Bergwald, vor allem in der Nähe des sogenannten Basislagers Position 3, tummelt sich ein Trupp Javaneraffen. Mit dem mechanischen, mit der Blende. Wie war denn das? Manuell stellen. Und dann hier an dem. Auf etwa 2100 Metern Höhe brutzeln unsere Begleiter leckere Pfannkuchen. In der Nacht wird es empfindlich kühl. Etwa 4 Uhr morgens klettern wir weiter. Kurz bevor wir den Kraterrand erreichen, geht die Sonne auf. Der Mond scheint über Bali zu stehen. Vom 2700 Meter hohen Kraterrand bietet sich ein grandioser Anblick.
Ein kleiner Vulkan, der Gunung Baru, ist im Krater vor einigen Jahren emporgewachsen. Im Westen sind die drei Gili-Inseln und der Gunung Agung auf der Insel Bali zu sehen. Im Süden erhebt sich der Kraterrand bis zu 1000 Meter über den See. Der höchste Punkt aber ist der Kraterrand im Osten, der mit 3720 Metern Höhe etwa 1,5 Kilometer über dem See liegt. Der Abschied von diesen Panoramen fällt schwer. Doch die Reise nähert sich unweigerlich dem Ende. Während Mohammed uns zum Krater führte, hat Ahmed das Frühstück im Basislager vorbereitet und unsere Ausrüstung vor den Affen geschützt, die nun immer selbstbewusster werden und sich, wenn man nicht aufpasst, holen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ganz ohne Bergschuhe sind die beiden Indonesier besser zu Fuß als wir. Nach der Überwindung von etwa 2200 Höhenmetern bergauf und wieder bergab haben wir uns einen Tag am Strand verdient. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 kommen kaum noch Touristen hierher. Wir sind die einzigen Ausländer in der herrlichen Bungalow-Anlage in Senggigi. Senggigi ist einfach ein kleines Paradies und macht uns den Abschied von Indonesiens wunderbarer Inselwelt wirklich nicht leicht. Doch übermorgen geht unser Flieger nach Deutschland und der wartet nicht.